These are the wires I traced back to the hometown I've lived in for years. My emotions are a message that we'll never send. We spend a lifetime looking back and trying not to complain. You don't believe in destiny, but tell me, do you believe in fate? Sound channel switched. Sound resumed. Wrapped in these sheets, tucked in real tight, I'll stay in this bed my whole life. I don't see any reason to get out of it. Nothing's been the same since you moved away. And if you'd come back, pretend that I have changed. I wrote you a letter, but I never sent it. God, I wish I could be a little more confident. Love is a game. We'll be right back.
Geht ja schon los. Willkommen, willkommen. Buenos dias. Willkommen. Dobry dzień. Da sind wir wieder mit GTA Roleplay. Channel switched. Just crash it. Great. Let's restart. Loading, loading, loading. Maybe we need full clock on the GPU. Much better. Sound view. Channel switch. Resumed. Okay. Hallo, moin, willkommen. Gucken wir mal, ob wir hier noch im Zimmer was haben. Und ein Brötchen in der Tasche. Okay, ich glaube, ich habe hier nichts ins Zimmer getan. Hier, die Mühle in der Garage, was ist das denn? Mit dem komme ich doch hier nie wieder raus. Oder? Nope. Okay. I'm free. Okay. Haben wir das schon mal? Wundert mich, dass ich hier überhaupt rausgekommen bin. Aber das bringt uns zu Plan A. Ich hole mir jetzt ein neues Hotel. Wie sind da?
Okay. Das ist dann doch ein bisschen weit entfernt vom Schuss der, dass das Hotel. Wir nehmen mal eins, was näher an der Ausgabestelle für Arbeitslosengeld ist. Burrito. So. Dann gehen wir hier rein, gehen wir darauf an den Start verkaufen. Müssen jetzt bloß mal sehen, dass wir nicht der Polizei begegnen. Ich habe nämlich keine Nummernschilder. Das könnte RP bedeuten, wenn die Polizei mich erwischt. Aber dann ist das so, ne? Denn nehmen wir die Konsequenzen auch in Kauf. Aber erstmal versuchen wir, das über Umwege, dass wir nicht die Hauptverkehrsader nehmen. Ein bisschen kennt man sich ja aus in Los Santos. Dann muss ich mein Muli gleich noch zur Reparatur bringen. Schleichen wir uns über die Schleichwege. Hier dieses Hotel, ne, hier ist die Querstraße, okay. Okay. Ist denn hier noch ein anderes Hotel in der Nähe? Nicht wirklich. Okay. Was habe ich an Geld bei 519? Ups, Skip Song.
And because nobody is here and writing in chat, I don't have to start. I guess the number game. Ciao for Carsten. Hello. Welcome. Erik, welcome. My name is Hitop, also welcome. Das sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Den ein. Erik, Gigi. Hier ist ja kein Buff. I was thinking the same. Somebody needs the coins. Einparken. Okay, let's check. Wer ist sehr? Ah, okay. Okay. Fantastic. Totally great. Ja, ich sag gleich nochmal das andere Hotel. Beach Valley Motel. Microphone activated. Hallo, der Charlie hier. Ich bräuchte mal ein Taxi. Ich schicke ein Dispatch. Ja, mach das mal. Okay, ist draußen. Sehr schön, ich schicke mal los. Danke, tschüss. Nö. Microphone muted. Great. Herr Heil, hallo. Willkommen.
10.600. Microphone activated. Hallo. So, ich müsste einmal, wie hieß das noch gleich? Kleinen Moment. Das ist also ein Spickzettel Beach Valley Motel da, wo die es Fahrräder gibt in der Nähe. Beach Valley Motel? Ja. Kleiner Umzug, muss meine Fahrzeuge holen. Oha. Ist wohl nicht so eine gesunde Gegend. Mhm. Wie viele Fahrzeuge haben sie denn da? Na, jetzt noch zwei. Haben sie gerade wenig zu tun, dann wäre das total klasse, wenn ich sie für die gesamte Tour buchen könnte. Ja, kein Thema, kriegen wir hin. Das klappt ja gut. Besser als ich mir vorgestellt habe. Ne? Ja, geradezu ist so ein Parkplatz, da stehen meine beiden Fahrzeuge. Genau. Treffen wir uns denn wieder da, wo sie mich eingesammelt haben? Aber natürlich. Ich gebe ihnen schon mal das Geld nicht, dass sie hier irgendwie denken, ich hau den ab und relle sie. Alles gut. Ich mach mal erstmal. So, bitteschön. Oha. Der Rest ist für sie. Dankeschön. Bis gleich. Ja, bis gleich. Mikrofon muted. Ich hoffe mal, der Taxifahrer scampt mich jetzt nicht an und haut einfach ab. I hope not the police see me. I don't have a license plate on my car. So, I'm illegal in the traffic. Schleichweg, ich muss hier lang.
Microphone activated. So. Jo, reinspaziert, reinspaziert. Dann einfach bloß nochmal zum Parkplatz und von da an komme ich dann allein klar, denke ich mal. Alles klar. Der illegalste Teil ist ja jetzt schon erledigt. Zwei Fahrzeuge ohne Nummernschild. Bloß für die Überführung wollte ich es jetzt nicht anmelden. Alles gut. Und viel los bei Ihnen? Nö. Eher tote Hose. Hm. Oder könnte die Hose gar nicht sein. So tot ist sie. Das ist aber schade. Also immer mal ein bisschen zu tun, kann ich mir vorstellen. Dann vergeht doch die Zeit ein bisschen, ne? Aber so steht man und raucht eine nach der anderen. Ja. Wenn man den raucht. Nach Feierabend rauche ich höchstens einen nach dem anderen. Ach Gott, das dürfen Sie mir gar nicht erzählen. Lalala, ich habe nichts gehört. Wieso darf ich Ihnen das nicht erzählen? Ach so, das ist so ein CBD-Zeug, was legal ist denn, oder was? Der Konsum ist nicht strafbar hier im Staat, der Besitz ist strafbar. Okay. Ich mag mich erinnert zu haben, da waren irgendwie zwei, die auch mal eine Tasche haben, ne? Ja, genau. Okay, dann danke ich Ihnen fürs Herfahren. Vielleicht rufe ich später nochmal. Ich habe allerdings nie etwas in der Tasche dabei. Ja, ist so besser so, glaube ich. Sonst sagen sie nachher wegen Fahren und unter Drogeneinfluss und so. Richtig. Gut, denn Unfall. Ja, das sowieso nicht. Ich schlafe mich aus und dann gehe ich frisch zur Arbeit. Nach der Arbeit dann Bierchen und. Genau, das ist gut so. Sonst kann keiner was konstruieren, wenn sie mal einen Unfall haben, ne, und so. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Gut. Alles klar. Unfallfreie Fahrt und so, ne? Mhm. Und schönen Unfall Abend. Gehabt. Auch so. Tschüss. Microphone muted. Okay. Next plan is bring the truck to the mechanics for the repair. And then when the truck is in the repair, I think I do a bio break. I hope the repair is not too long. Microphone activated. Schönen. Hallo. Ja. Ich fange mal so an. Ich war oben in Palito Bay und da haben irgendwelche Spaßvögel über Nacht meinen LKW hier irgendwie hingekriegt, dass der auf der Seite lag. Also da sind bestimmt ein paar Kratzer und. Auf welcher? Auf der anderen Seite jetzt hier.
Also war dein LKW müde, ja? Ja. Und da sind vielleicht auch möglicherweise irgendwelche Flüssigkeiten ausgelaufen und sowas, dass sie das mal durchchecken. Und genau. Na, ich sehe da schon einen Riesenkratzer und naja, vielleicht die kleine Beule hier auf der Ecke auch noch ausbeulen. Ja. Aber wollen sie warten oder? Na, ich würde dann kurz nochmal losgehen und was einkaufen gehen. Jo, dann machen sie das. Ich mach das in Ruhe dann. Was kostet das und wie lange brauchen sie ungefähr? Das ist ein Wagen der Mittelklasse, die kosten ja 76, glaube ich, ne? Ja. Also Mittelklasse ist gut, also ich würde schon schwere Klasse sagen eigentlich, ne? Das ist so ein Kleinwagen-Mensch. Ach so, okay, ja. Also ich sag mal so, wenn es halt wirklich nur diese kleinen Beulen Lackschäden sind, sind sie aber zwar auch im Stoller mit dabei. Okay, und Flüssigkeiten checken und so, ne? Meinetwegen machen sie dann 300 oder 350. Weil das kann man nicht so gut dann berechnen, die Flüssigkeiten etc. machen wir. Ja, ich guck mal, wenn was ausgelaufen ist und wir nachfüllen, 300, wenn nicht, wenn nur die Beulen etc. jetzt sind, dann 250. Ja, wenn nicht, dann machen sie Rechnung über 300 und ist gut. Damit zahle ich die schon mal und dann gehe ich einkaufen und wie lange brauchen sie circa? Viertelstunde, halbe? Ja, so ungefähr. Dann machen wir genau die Mitte, bitteschön. Alles klar, da Kreditkarte, Katsching. Jo. Blinkt grün, sieht da gut aus. Da freut sich mein Geldbeutel nicht leider, geht leider nicht in mein Geldbeutel, aber egal. Na, die Firma, alles für die Firma, ne? Alles gut, dann wünsche ich Ihnen großes Einkaufen. Viel Spaß mit dem Fahrzeug und streicheln Sie es ab und zu mal. Was? Tschüss denn, feines ne? Feines Auto, feines genau. Auto. Es heißt Herbert, falls es zickt, ne? Hallo Herbert, feiner Herbert, feiner Herbert. Ja, okay. Gut, bis später denn. Steht er denn oben, wenn er fertig ist, oder soll ich hier herkommen? Also wenn sie sagen, dass sie gleich wieder da sind, dann mache ich ihn schnell fertig, dann stelle ich den wieder hier hin. Alles klar. Okay. Okidoki. Ich bin dann auf dem Weg einkaufen. Los. Danke. Tschüss. Microphone muted. Wait. Then we have time for the bio break. Ab wie alt ist der Server, Justin? Ab 18? Jung Ji-un, willkommen. Bei GTA das Spiel ab 18 ist, ist der Server auch ab 18. Ist aber gut und ist auch weit entwickelt vom Skript her, also kann man viele Sachen mitmachen. Man hat hier so ein Handy und so mit einem Haufen Apps drauf, ein paar Spiele. Man hat hier in seinem Inventar, kann man schauen, wie es einem geht, ob man Hunger hat oder ob man Schmerzen hat oder sowas, damit man das dann richtig ausspielt. Das ist ja ein Roleplay-Server und wenn man verletzt ist, dann muss man noch verletzt spielen und so. Und man muss ein Whitelisting durchlaufen, also die Regeln kennen und dann nochmal so einen Test bestehen. Kann nicht einfach so jeder auf den Server. Geh hier eigentlich am besten erstmal hin. Komme ich hier rein? Nope. Aber egal. Kurze Pause. Short Bio Break.
Okay, back. Start again. From the ashes, lost enigmas in the dark. I cannot remember, though they tell me that I must. Sky is torn asunder, fear that breaks the brave will not drag me under, climb out of the grave. Make a sign or false define this mark of worth thou wear. GG. These faithful scars are there. Stand side by side, carry all as one, we can bear this way. Sound muted. Channel sound switched. Resumed. Stand side by side, we won't come undone, for the hands that will carry us home. Banano Spartan, hallo. Willkommen. Meine Taschenlampe immer noch. Über ein Jahr alte Batterien. Okay, der Plan sieht vor, wir gehen jetzt hier hin. Aber keine Minimap hier. Ich könnte man hier auch abkürzen und durchgehen. Ne? Ja, aber so richtig Mainstream ist GTA-RP ja auch nicht. Also das ist jetzt nicht GTA Online oder sowas. Und auch nicht der Singleplayer. Da bin ich ja schon bestimmt 2 Jahre angemeldet auf diesem Projekt Homestate. Hab jetzt über ein Jahr nicht gespielt. Mit Buck, welcome, thanks for the follow. Mal gucken, dass ich nicht tot gefahren werde. Am besten ich laufe hoch rüber. Also ist auch ein richtig mächtiges Skript dahinter, was sie programmiert haben. Also das heißt zum Beispiel, in jeder Mülltonne kannst du reingucken. Hier, die hat 200 Kilo. Und ich könnte jetzt meine 4 Flaschen Wasser da reintun in die Mülltonne. Und jemand anderes kann das wieder rausnehmen. Hab die jetzt aber wieder rausgenommen. Ne? Man hat ein Handy, wo man viele Apps drauf hat. Zum Beispiel hier meinen Kontostand checken.
Ich habe $10.000 auf dem Konto. Ich werde mir jetzt ein paar Klamotten kaufen. Ich habe momentan nur das eine Klamottenset. Kaufe ich mir mal ein zweites. Hoffe mal, das ist nicht so teuer. You know, everybody claims the instant code. It's free. Er ist der Fischverkäufer, okay. Hier Mediziner, wenn dann jemand verletzt ist und so. Ja, yep, positiv, aber danke für den Hinweis, Banano. Habe ich mir schon geclaimt. Ich hatte Ark aber schon vorher. Jetzt habe ich es zweimal, genauso wie GTA. Davor gab es ja GTA 5 kostenlos. Das habe ich mir auch schon geclaimt. Also falls hier dieser Account vielleicht mal irgendwann gebannt wird, dann kann ich immer noch mit dem anderen Account was machen. Aber warum sollten sie mich bannen? Ich cheate ja nicht. Wir haben Oberbekleidung. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das sieht aus wie so ein Arbeitshemd, ne? Vorhin hatte das aber noch eine andere. Okay. Zurück. Habe ich das jetzt gekauft? Nee, natürlich nicht. Die Klamotten habe ich, okay. Okay.
Okay. Microphone activated. Microphone muted. Dann holen wir uns noch einen anderen Schnitt. No problem, Bitbugs. If you have any questions, ask. If I can answer, I do it. No problem. Oh, wait. Ja, moin, ein Eckart ist erwacht. Willkommen. Wie geht's dir? Lange Zeit nicht gesehen, gelesen. Was geht? Holen wir uns noch ein. Kein Eckart auf HS. Microphone activated. Hallo? Microphone muted. One second. Das freut mich bei Nano Spartan. Almost level 6. So, wir wollen Frisur. Die hatte ich, glaube ich, ne? Kommt unter der Mütze gar nicht richtig zur Geltung, ne? Hoffe mal, mein LKW ist schon wieder heil. So nach über einem Jahr nicht mehr spielen, bin ich jetzt auch kein Mechaniker mehr. Ich war ja mal Mechaniker, könnte es bestimmt doch wieder sein, aber naja. Gibt wohl auch eine neue Firmenleitung beim Los Santos Customs, wie ich gehört habe. Keine ACS, nein. Ich bin momentan völlig freier Bürger. Aber hat auch seine guten Seiten. Ich habe hier Motorrad, PKW, LKW-Führerschein. Sämtliche Führerscheine. Vielleicht fange ich da noch mal irgendwann an. Also ACLS gibt es hier gar nicht. Das heißt hier Onkel René, hallo, willkommen. Das heißt hier Los Santos Customs. Und ich probiere mich mal so ein bisschen durchzuschlagen, ohne Mechaniker zu sein.
Ja, gebe ich dir recht, aber so an sich ACLS gibt es nicht mehr. Oder gab es noch nie hier auf dem Server, hieß schon immer Los Santos Customs. Gibt wohl noch eine andere Tuning-Firma, glaube ich. CB Performance. Und wie heißt die hier? Benny's Original Motorworks. Okay, das gibt ein paar mehr Tuning-Firmen. Genau. Charlie ist wieder auf Homestate unterwegs. Nach über einem Jahr Abstinenz. Ist auch ein glücklicher Zufall, dass meine Fahrzeuge waren in der Verwahrstelle, weil ich mir halt nicht mehr leisten konnte, mein Hotel zu bezahlen. Allerdings haben sie wohl irgendwas am Banking-System umgestellt. Also meine 100.000 Dollar, die ich hatte, die waren nicht auf der Bank, weil sonst hätte mein Guthaben auch locker gereicht, um die Hotelgebühren zu bezahlen. Allerdings irgendwas haben sie da wohl umgestellt, wo die Closed Alpha verlassen wurde. Also hatte ich die 100.000 auf der Hand. War natürlich nicht schlecht, ne? Jetzt habe ich zwei Burritos und ein Muli-LKW. Ein Burrito und ein LKW hatte ich ja früher schon mal. So, hab noch 10.000 auf dem Konto und hab einen Firmenantrag im Kofferraum von einem Auto liegen. Allerdings wusste ich vorher nicht, dass ich zwei Leute brauche, um eine Firma zu gründen. Also habe ich erstmal 50.000 für Firmengründungsantrag ausgegeben und kann den nicht abgeben, weil ich eine Unterschrift von jemand anderes noch brauche. Hey, komme ich hier nicht durch? Ernsthaft? Ja, es hat vieles hat sich verändert. Wie gesagt, ich bin kein Mechaniker mehr, weil ich ja über ein Jahr unabgemeldet weg war. Ist klar, dass sie mich dann entlassen und so. Ich hoffe immer, mein LKW ist schon fertig repariert. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen farmen. Das heißt, Geld verdienen. Da steht er, das Prachtstück. Okay. Jetzt ist es nämlich auch wieder vollständig repariert. Eine Mule. Ja, erzähl mir bloß nicht zu viel. Weiß der Meter und so. Wenn man erstmal was weiß, dann benutzt man das nachher irgendwie unterbewusst oder so. Das muss ja alles nicht sein. So kann ich mich bloß noch an die Plätze erinnern, wo was war. Und wenn das noch so ist, zum Beispiel die Verwahrstelle, die ist ja an einem anderen Punkt als vorher, konnte ich ja nicht wissen.
Aber sonst keiner gesehen, fahre ich hier so lang. Und eigentlich muss ich nicht wirklich arbeiten. Ich könnte mir jetzt auch täglich immer mein Arbeitslosengeld abholen. Bloß hey, ich habe schon mal eine Mule und andere Fahrzeuge, dann kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Und da hat man auch Zeit mit Chat zu reden, ne? Wenn ich jetzt von einer Reparatur zur anderen fahre, dann ist auch immer wenig Zeit gewesen, mit Chat zu reden. Wenn irgendjemand Fragen hat über den Server und so, soweit ich das beantworten kann, immer raus damit. Wir fahren erstmal zum Traubenfeld und sammeln Weintrauben. Könnte zwar besser sein, der Traubenpreis zurzeit, aber der Saftpreis. Aber man macht das ja nicht hauptsächlich wegen dem Geld. Ob das nur $20 mehr oder weniger sind. Hatte ich meinen LKW 2 Tage lang oben in Palito Bay stehen lassen. Komme wieder hin, Lichter auf den Kopf. Ist natürlich sehr prickelnd gewesen. Ne? Bestelle ich einen Abschlepper. Wo der Abschlepper angekommen ist, war das Fahrzeug schon wieder weg. Mussten wir uns da auch wieder raus RP'en, wo ich schon abgeholt wurde und die nette Dame nur umsonst gekommen ist, bis nach den Norden. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, bevor Sie hier umsonst hergekommen sind, das wäre total nett, wenn Sie mich wieder mit zurücknehmen in die Stadt. Habe ich hier ein bisschen was Schwarzgeld in der Hand gedrückt. Hat sie gemacht. Perfekt, du. Nee, Schwarzgeld, also schwarz in dem Sinne meine ich so, dass das jetzt nicht mit Karte bezahlt wurde, dass die Firma das kriegt, das habe ich ihr privat gegeben, das Geld. An der Firma vorbei, genau. Deswegen Schwarzgeld. Schwarz nebenher verdient. Ich habe ihr die Fahrt bezahlt, da hat sie dann gesagt, ja gut, da ich nur abschleppen muss, stelle ich bloß $50 in Rechnung. Da habe ich gesagt, machen Sie schnell, guckt gerade keiner. Dann habe ich ihr noch ein bisschen Geld gegeben, damit sie mich durch die Stadt kutschiert hat mit dem LKW, mit dem Abschlepp-LKW. Wenn sie schon mal da ist, dann brauche ich auch kein Taxi rufen, ne? War ja bloß eine Frage. Hätte sie ja auch ablehnen können, aber war halt eine nette. Ist ja gerade jemand. Schleife ich irgendwo?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob sich die Regeln da geändert haben oder nicht. Wir haben eine Tasche. Packen erstmal. Tatsächlich, ich habe Hunger, ich habe Durst. Na prima. Dann essen wir erstmal ein Sandwich. Und packen zweimal Wasser. Zweimal Wasser in den Kofferraum. Und einmal Sandwich. Ja, danke, dass du da warst, Eggert. Du rauchst viel zu viel. Ja. Du beginnst das Sammeln. Immerhin weniger als letztes Jahr. Ich habe komplett aufgehört mit Rauchen. Hatte da so einen gesundheitlichen Zwischenfall und da habe ich dann gesagt, von heute auf morgen, ich höre komplett auf mit Rauchen. Gar nicht mehr. Und man spart eine Menge Geld. Kann ich euch sagen. Starten wir noch eine Verlosung auf Peter. Den T-Fuel. Da kriege ich immer nämlich von der Seite Stuff zum Verlosen. Kryptowährung und Kisten mit irgendwelchen Sachen drin. Also ich hatte zum Beispiel in der einen Kiste schon mal ein T-Shirt. Musste man nur Versandkosten bezahlen, konnte man sich anfordern, das T-Shirt. Auch eine Streaming-Plattform wie Twitch. Funktioniert bloß ein bisschen anders und man kriegt noch Kryptowährung beim Zuschauen. Weil da teilweise auf Peer-to-Peer basiert, das heißt, ein Zuschauer schickt in seiner Nähe den anderen Zuschauern den Stream weiter. Dadurch sparen die enorm an Serverkosten und geben halt einen Teil dann davon wieder raus, was sie gespart haben. Preis ist leider schon wieder ganz schön gefallen. Der Traubensaft. Mein einen Vorteil hat das mit den Trauben. Wenn man nichts mehr zu trinken hat,
dann kann man diesen Traubensaft doch selber trinken. Also das ist nicht nur eine Ware, die man einfach so bloß verkaufen kann. Die kann man noch trinken. In der Zeit können wir auch mal eine neue Prediction aufmachen. Answers 3. New Prediction. So. Multiple Choice. 1, 2, 3, 4. Im Skript noch ändern. Wir machen den Code. Speichern, Start. Und das Client Save. Open. Herr Heil, herzlichen Glückwunsch, da hast du TNT Fuel. Wenn niemand anderes das will, dann kriegst du das halt, ne? Nein, doch. Oh. Und danke für deine 69 T-Fuel Donation. Danke, danke, danke. Sehr nett von dir. Nichts mehr tragen. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Ich habe nächste Woche Urlaub. Ich brauche nicht arbeiten. Ich denke mal, werde ich auch möglichst jeden Tag dann einmal streamen. Halt wenig Action, ne? Wenn man so Trauben erntet.
Oh, yes. You are right, Herr Heil. That's a yes. Thank you for the reminder. Total vergessen. Ja, und sonst so, Chat? Wollt ihr irgendwas wissen? Von diesem Server? Ich hätte da Zeit für eine Unterhaltung zwischendurch. Wenn ihr möchtet. Momentan könnt ihr auch da so ein Plüschtier gewinnen bei Theta Eco Legends Plush Puru, ein Starter Kit von E-Fuel, ein Energy Drink. Das gibt alles bei Theta. Nein. Packst du die Tasche weg, die Taschenlampe weg? Aus Versehen gescrollt. Wake up. Onkel René, Dankeschön für deinen Follow auf Theta. Soll ich dir erklären, wie das so ein bisschen funktioniert? Also für Zuschauer kriegst du einerseits Coins, die kannst du in diesen Giveaway, was ich da eben gezeigt habe, einsetzen. Einmal mitmachen kostet 100 Coins und
wenn du viele in deiner Umgebung hast, die auch Täter schauen, oder besser gesagt diesen Kanal hier idealerweise schauen, dann kriegst du auch ein bisschen Kryptowährung, weil du dann die Sachen weiterleitest. Wie ich sagte, so peer-to-peer. Habe ich eigentlich gerade verlost. Eine Crate, okay. GG, Herr Heil. Eine Crate für dich. Ah, bitteschön. Wir können ja dem Onkel René auch mal ein Willkommensgeschenk geben. Da hast du schon mal 500 Coins. Die kannst du im Inventar claimen. Dann hast du die auf deinem Coin-Konto. Du kannst damit schon mal irgendwo mitmachen in Giveaways. Und du musst nicht hier sein, um den Gewinn abzuholen oder sowas. Wenn du einmal da mitgemacht hast, dann kannst du auch theoretisch danach offline sein. Wenn du gewinnst, kriegst du das nur in dein Inventar reingeschoben. Walnutje, willkommen. Welcome. I'm doing good. How are you? Kannst nichts mehr tragen. Schieben wir das hier rüber. That's nice, that's nice. Somebody want a coin buff? Guess the number. M-Click, congratulations. Coinbuff. Sehr. And you need coins? You can guess the number to win coins. Oh. It was fast. GG. One guess, Hex. M-Click, it's over. Banano Spartan. Guess it right with first try. Next time.
Wir können ja noch mal einen machen. Ja, yeah, sorry, Wall. Maybe next time. During the stream you have other chances to win. From time to time I start, I guess the number. That's because I make this way I make money. With these grapes I do convert them to drinking stuff, and the drinking stuff is I sell, and then I get money. Nee, Saft. Nicht Wein. Ich wusste jetzt bloß nicht, wie Saft heißt. Juice oder so, ne? Yes, instant code incoming. ZMS, IH. Everybody can claim the code. Not just one, everybody. Also a free cryptocurrency. But the payout is on 25 Australian dollars. And per code you get 4 cent Australian dollars. And half of your earning I get too. So everybody claim it. Go, go, go. Oh, pull. Dang. Und ja, ich fahre mit Tastatur und Maus. Ich habe zwar ein Joypad, aber jedes Mal ein Joypad jetzt in der Hand nehmen wollte ich auch nicht.
kann man ja auch umschalten. Und so ist es noch schwieriger. Holy shit. I can't drive. So, every car or truck needs fuel, so you have to pay money to refuel your car. You have to pay money to buy stuff to eat, so you have to work a little bit. New cars cost money, hotel cost money. Hyper Ultra, welcome, hello. Welcome. On the top right you see if my microphone is in-game activated or muted. Now it's muted. Microphone activated. Now it's not muted. Everybody in-game can hear me nearby. Microphone muted. But most of the time I mute my microphone if I talk to chat. It's against the rules to talk with your stream on a roleplay server with open mic. Hier ist ein Car Dealer.
So, Helikopter, Police. Sometimes, or most of the time, in our crate is coins. So if anybody needs coins, there your chance. So, GG, schau vor Carsten, hier your crate. Microphone activated. Microphone muted. I need you. Are you listening to the words that tear us apart? I need you. Keep forgetting that we're all pretending.
because the stuff is not needing the same place after converting to juice, I get another batch of grapes. Because now, after converting, my truck is half full. And with half full truck, I don't want to drive over the whole island to sell the stuff. Skip this song. Kirk Guest, hello, welcome. How are you? Somebody can remember me if I'm still online on in 1 hour. I have to start a new incident campaign about in 1 hour. The incident campaign is running out. And I know me, I forget it. WDQV, welcome. Hey, wake up. And thanks for the follow. Sorry, I can't pronounce your name right.
Ich bin satt, aber ich habe Durst, okay? Dann trinken wir einen Schluck. Das soll helfen. So, dann sammeln wir uns erstmal voll. In the meantime. Nobody wants a skin pack, Herr Heil, it's your chance. I think tomorrow we buy a new license and try mining. A different job.
GG. Too easy. It's Potato Bot. Sometimes the number between 1 to 50 is 1. When you ask me, the number 42 must be win more often. It's underrated. Flying money emote is also cool.
35, 8, 9. Eigentlich müsste ich bloß noch einen, ne? Sind 10. Mehr kriege ich so und so nicht. Umgewandelt. Voll bepackt mit tollen Sachen. Don't crash game.
Okay.359 users on the server at this moment. Mikrofon Hallo. Traubensaft.
I think today we only make one tour. After selling the stuff, we look on one place. To explore a new thing. Somebody in the bank has said on the storage we can rent a bureau. Let's look. Right, everybody claim the code. What Banano Spartan has posted, it's free for everyone. Free crypto. Hey, wake up! ZakuFX, welcome, thanks for the follow. Okay, just a second. I must plug my
Post. Wake up. Violet, thank you for the follow. Welcome. One second. GG. One second. Okay, now I have time. GG. What's going on? Microphone activated. Moment. Microphone muted. Richtig. Noch einen ganzen Tag. Yes, it's against bots. Every bot uses the yes in the prediction, so I use the no for the right answer. So active viewers with some thinking have better chances.
Oh, geh auf hier. Microphone activated. Machst du auf hier? Microphone muted. Huch. Na, da ist er offen. Yes, thanks for posting the codes. Thank you for that. Every code, like by Nano Spartan, says gets you $4 Australian, and with the amount of $25 Australian, you are able to pay out from the instant website to an exchange, so for example, and you can sell your instant cryptocurrency. For example, I have around $17 on Instant, and with $25 you are able to pay out, withdraw your Instant to an exchange. No, I have $17. 17 point something. I think it's over 200 incent. Let me look. Campaigns, wallet, authenticating, so screen capture this. You see, this is my incent balance, 463 incent. When I click on this button here, I switch to Australian dollars. So I have $21.18. It depends on the incent token, what is the price and so on. When I have $25, I'm able to pay out the incent, 500. I think it's around 500 incent. And here you see I got 0.9487 incent on Noble Dragon's stream for every redeeming, every code. And here you can withdraw, you can donate to a streamer, for example, if you type here Charlie, you see Charlie Foss, and you can enter an amount and donate to me. Because I'm verified. Here I watch my donations. Yep. That's it.
Habe ich immer noch Hunger? Dann sagte ich, habe keinen Durst. Gut. You have to start 5 campaigns to get verified and have, I think, 15 unique users claim your codes. I think, yes. Microphone activated. Hallo. Was ist mit? Ja, 200 Max, davon drücke ich gleich ab. Okay. Microphone muted. And when you are a streamer, you only can get donations when you are verified. Okay, what we have? Money, 1000. Attila, willkommen. Hallo. Now we drive refueling the truck. You see Zaku FX, now is the time the next code appears. So it's quick to get to earn the incent. And it helps if somebody posts the code, if someone is not watching or was on another tab. It helps. Everybody can claim the code, not just one. Refuel time.
Joa Nicknock, hallo, willkommen. GG. Hallo Xian Lin. Yes, AQFX. And nobody posted the code in the chat. Sorry. And many streamers on Beta are having Incent 2. So when you switch to another stream, you can claim the code from there.
Okay. And because I have this week, the coming week, vacation, I stream tomorrow. For today, it's a shorter stream, but tomorrow I will be on and streaming. We try a different job. So that's it for today. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donation from Herr Heil. Please stay. I raid somebody. And I'll be here tomorrow. Follow if you like to get a notification. No. Yes. Sadly, yes. Okay, let me look who we can write. Oops, I have a giveaway open. Nice feature. we have to draw the giveaway. This white code was 4. Let's close the predictions. I click on the button rate and it says you have still a giveaway open. Close prediction. And it's wäre okay. Free, no. Close answer, no. So, close raffle. Good luck, everyone. 3, 2, 1. Congratulations, all the winners. So, now I choose somebody to rate.